Und damit hallo und herzlich willkommen zurück auf CloudPlay Server. Aus irgendeinem Grund stand da gerade wieder da, mein Name sei Steve. Ich habe keine Ahnung warum. Aber guck mal, was ihr hier unten seht. Ich habe mal wieder eure Fragen für meine Videos rausgekramt, einen Screenshot davon gemacht. Und jetzt seht ihr die da unten. So als leichtes Overlay im Bild. Und wir uns also während der nächsten Folgen. Wir sind jetzt bei Folge 97, also noch drei bis Deadline. Aber auf jeden Fall, du siehst hier, ich habe den Zaun schon mal voll fertig gebaut, soweit es geht. Für die, die jetzt nicht so ganz hier wissen, wo wir uns gerade befinden, heute ist der Tag, an dem Cloud sein großes Geheimnis gelüftet hat und offiziell allen Leuten gezeigt hat, wie er es macht, diesen Server am Laufen zu haben. Das heißt noch nicht, dass ihr alle mitspielen dürft, denn das ist ein Privileg. Ich weiß nicht, wie ich da reingekommen bin, aber ich freue mich sehr drüber. Aber ihr könnt es ihm nachmachen und das seht ihr in seinem Kanalvideo. Das ist, müsste jetzt, wahrscheinlich ist das dann in 2 Wochen erst, wo ihr das hier Video hier seht, weil ich nehme immer ein bisschen im Voraus auf und zwar dann, wie ich Zeit habe. Und weil das hier so vorangeht mit dem Bauen. Achso, ich habe ja doch Treppen dabei. Geht hier, ja, weiß ich nicht, bin ich zu früh und zu schnell und so weiter. Aber. So, bauen wir mal. Und während ich jetzt hier mal so baue, gucke ich mal die erste Frage. Da steht von Moritz, aka Fresh Games. Würdest du auch mit anderen Mobile Let's Playern aufnehmen? Und ich glaube, wir sind an dem Punkt angekommen, wo ich jetzt ja sagen kann, ja, das würde ich tun. Hier an der Stelle tue ich das sogar, wobei ich sagen muss, dass Cloud Plays, also und auch Bobby und so, also alle anderen, die hier so mitspielen, so ein wirkliches Mobile Gaming machen die hier gar nicht. Zumindest würde ich es nicht so bezeichnen. Mobile Gaming könnt ihr euch angucken bei, weiß ich nicht, bei Fred, der da Clash of Clans spielt und Castle Clash und weiß der Teufel, was der da alles spielt. Aber wir hier spielen, ist zwar auch Mobile, also wollen wir jetzt mal nicht sagen, dass wir hier was Besseres werden, aber es ist doch anders. Ich finde, es ist doch anders. Zwar, also Minecraft kaufen. Die kostet 7 € und ich denke mal, wenn wir von Mobile reden, da reden wir auch oft leider von kostenlosen Spielen, die mit Werbung dermaßen überhäuft sind. Das ist dann schon sehr krass. So, das müsste die Alpha Build 7 sein hier, die ich hier noch spiele. Und ihr werdet wahrscheinlich gleich merken, die 8 ist ja schon ewig draußen und überhaupt, vielleicht ist auch die Vollversion schon draußen, wenn du das jetzt siehst. Es soll noch eine 8 geben, soweit ich es mitbekommen habe. Ansonsten weiß ich es nicht. Jetzt, ja, Zaun zurück haben wir. Bevor wir sinnlosweise was verlieren, wir müssen noch ein bisschen was holen. Stein haben wir, Glas brauchen wir auch noch ein bisschen. Jetzt überlege ich gerade, was wollte ich denn gerade noch machen? Den Weg brauchen wir nicht weiterbauen. Den Eimer wollte ich holen, natürlich, weil ich nämlich, mich nervt es da unten nämlich gerade so, dass das Wasser da noch fließt. Ich hoffe, dass ich das gleich so geklärt kriege. Ja, na bitte. Ja, Mai. Ach, wir haben das gleiche Problem. Die Creeper-Scheiße hier jedes Mal. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich werde hier Pfeilfallen hinbauen müssen. Wir werden da Pfeilfallen bauen müssen. Das nützt uns alles nichts. Das ist wieder zu hoch. Na, hoch nach oben. Meine ich zu hoch. Das ist wieder zu hoch. So, ich habe einen Skype-Account angelegt. Brauchst du dich jetzt nicht in die Kommentare schreiben. Mensch, sag mal den Skype-Account-Namen. Die Leute, wo ich Bock drauf habe, die kriegen den. Und dann können wir mal in Livestreams oder hier auf CloudPlay, wenn ich mal mit irgendwem hier unterwegs bin, dann können wir hier einfach mal eine Runde labern, während wir spielen. Ich hoffe, dass Skype im Gegensatz zu TeamSpeak vernünftig aufgezeichnet wird. Aber das müsste man noch rausfinden. Guck mal, wir haben ja auch noch ein bisschen von dem. Ich werde mal noch in den Keller gehen und noch ein bisschen was abbauen. Guck mal, hier unten siehst du gerade Smart LP, die letzten beiden Fragen. Hättest du mal Lust, mit mir ein Let's Play Terraria zu drehen? Ich habe gerade eben mit meinem Kumpel drüber gesprochen. Ich werde mir also eine. Ja, jetzt habe ich gerade. Eine Raspberry Pi 2 kaufen. Irgendwann in der nächsten Zeit. Mit der Raspberry Pi 2 will ich einen Terraria-Server zum Laufen kriegen. Insofern, ich habe es ja nun schon oft erzählt. Ich habe schon lange drüber gesprochen. Mein Kumpel meinte jetzt, komm, pass auf, mit einem Raspberry Pi 2 sollten wir es hinkriegen. Auf Linux basiert kriegen wir einen Tink-Server zum Laufen. Und wenn wir einen Tink-Server am Laufen haben, dann können wir mit dem Tink-Server ein Netzwerk kreieren, in dem wir also Multiplayer-Spiele zusammenspielen können, die eigentlich
Oh, Cloud war gerade auf dem Server. Die eigentlich gar nicht für dieses Internet-Multiplayer gedacht sind. Ja, also das ist, das habe ich schon eine Weile vor. Das ist also das, der nächste Schritt. Da hat der Cloud also gerade eben... Hat er auch was geschrieben? Habe ich es bloß nicht gesehen? Ich werde gleich verhungern. Warte mal, hier sind noch Möhren. Ich habe doch hier... Ach, da ist Cloud. Der, vielleicht ist er nur gerade eben direkt online gekommen. Wo ist denn jetzt hier das... Da. Ach ja, betreten... Pass auf. Jetzt habe ich bestimmt schon... Hallo... Halle? Hallo? Hallo, Chef? Cloud ist jetzt mein Mentor. Cloud ist unser aller Mentor. Unser aller Mentor, die wir hier auf seinem Server spielen. Denn Cloud ist, das muss ich jetzt mal sagen, ich muss mich echt mal bei ihm bedanken. Also nicht nur ich, sondern ich glaube, wir alle, die wir bei ihm spielen dürfen, müssen uns da echt mal bei ihm bedanken. Denn Cloud gibt uns ein unheimlich krasses Feedback und der unterstützt uns auch sehr. Oh, lass mich raten. Hab ich denn... Ja, guck dir das an, na toll! Na geil! Lol. Jetzt habe ich da tatsächlich nicht mein schönes. Guck mal, da ist Cloud. Voll ausgerüstet. Was war denn da? Eine Kiste. Ja, und da gibt uns also unheimliches Feedback, da gibt uns die Unterstützung, da hilft uns. Und ich muss dazu sagen, ich konnte es noch nicht aufnehmen. Aber Cloud hat mir zum Beispiel einen Albion Online-Account zukommen lassen. Da muss ich mich echt krass mega für bedanken bei ihm. Der nimmt also sogar echt sein eigenes Geld in die Hand, um uns da zu unterstützen in irgendeiner Weise. Also das ist schon eine krasse Geschichte, muss ich mal sagen. Jetzt guckt er sich gerade mein Haus. Ich glaube, er sieht gerade zum ersten Mal mein Haus. Jetzt klettert er da hoch. Ob Cloud das schon gesehen hat, dass man hier mit dem Fahrstuhl hochfährt? Ob er das schon gesehen hat? Mein super coolen Fahrstuhl? Wo man quasi hochgebeamt wird? Guck mal, da kommt er. Ich finde, das sieht so total cool aus. Das ist der Hammer. Vor allem so richtig schön langsam. So, jetzt gucken wir mal hier, oben, ob ich hier oben schon Pilze habe. Ja, ach, na, ganz toll. Der hat natürlich ein Diamantschwert. Hab ich nicht. Hab blanke Fäuste hab ich. So, haben wir hier schon Pilze? 1, 2, 3. Toll. Die vermehren sich nicht, die Pilze. Das ist doch Sackgang. Warum? Was passiert denn hier? Warum hilft das? Warum geht das nicht? Also, wir wollten noch ein bisschen ein paar Steine holen. Och, jetzt habe ich Hunger. Jetzt muss ich gucken, dass ich Karotten kriege. Was habe ich denn hier? Habe ich noch ein bisschen... Oh, das ist unglaublich. Gleich muss losgehen, ich muss was zu essen haben. Karotten, die leben natürlich noch nicht. Okay, dann hier noch ein bisschen, haben wir noch mal ein bisschen was. So. 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 Gleich mal den Samen wieder hinsetzen. Oh Mann, das ist so krass. Ob ich jetzt gleich verhungern werde? Ich werde verhungern. Ich weiß es schon. So, nächste Frage. Wollen wir die nächste Frage mal einfach mal lesen? Ich hab... Das ist cool mit dem Overlay, ist einfach total cool, nicht? Kann ich einfach jederzeit darauf eingehen, was da steht. So. Das heißt, wir schweben hier mal nach oben. Wir können uns 3 Brote machen. Und ich lese mal. Nächste Frage. Smart LP schreibt, ich könnte dir Tipps bei Vainglory geben. Einfach mal bei Skype adden. Also Smart LP ist einer von denen, die die IP-Adresse auf jeden Fall bekommen. Die IP-Adresse. Die meine Adresse von Skype bekommen werden. Denn mit Smart habe ich ja nun schon zusammen das One-on-One aufgenommen. Das heißt, der wird also da eins bekommen. Mein Skype-Account. Und ansonsten, ja, muss ich mal sehen, wem ich das so noch so gebe. Aber Vainglory, ich muss ehrlich sagen, Vainglory habe ich jetzt eine ganze Weile nicht gespielt. Und das nervt mich auch total an. Jetzt gab es dieses neue Update, dieses Winter-Update, ne? Und seitdem muss man richtig krass... Also ich brauche... Wo man vorher ganze 3 Charaktere brauchte, um in Ranglistenspiel zu gehen, habe ich natürlich gezockt und gezockt und gezockt, habe mir den Ranglistenstatus fast erkämpft. Das heißt, ich habe also fast den 3. Charakter mir leisten können. Und auf einmal... Und auf einmal heißt es, man braucht ganze 8
Und das ist natürlich nervig. Das ist natürlich richtig nervig. Naja. So, gut. Ich würde sagen, machen wir erstmal ein kleines Folgenpäuschen. Und in der nächsten Folge schauen wir uns an, wie es weitergeht. Ich muss gucken, ob die Einstellungen alle stimmen. Und dann lesen wir auch die nächsten Fragen. Bis dahin, bis zur nächsten Folge. Bis zur Folge 98. Bleibt bestimmt gesund, hau rein. Mach's gut und tschüss.